Im ersten Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen treffen mit dem ersten FFC Frankfurt und dem ersten FFC Turbine Potsdam zwei absolute Top-Mannschaften aufeinander. Die Frankfurterinnen, die am Sonntag noch Bristol im Champions League Viertelfinale mit 7:0 besiegt hatten, haben vor circa 6 Wochen das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams mit 5:1 gewonnen. Die erste Chance lässt bis zur 19. Minute auf sich warten. Jessica Fischlock gibt zu Simone Laudea, die entschlossen in die Mitte zieht und es probiert, aber Potsdams Torhüterin Fei Wang hat den Ball im Nachfassen. Nach einer halben Stunde die nächste Gelegenheit für die Gastgeberin. Der Ball kommt zu Celia Sasic, die sich im 1 gegen 1 durchsetzen kann, in den Strafraum zieht und dann draufhält. Aber der Schuss wird nicht gefährlich für Keeperin Fei Wang. 10 Minuten vor dem Seitenwechsel ergibt sich eine Gelegenheit für die Turbinen. Tabea Kimme zum ersten, abgefälscht. Prima zum zweiten und dann Lydia Kulis zum dritten. Aber der Ball will einfach nicht ins Frankfurter Tor. 2 Minuten später treibt Veronika Vero Boquet-Guiadans das Spielgerät durchs Mittelfeld und dann spielt sie raus zu Laudea, die den Ball aber zu zentral platziert. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Kurz vor der Pause die nächste Möglichkeit für die Potsdamerinnen. Der Ball kommt zu Genoveva Anonma, die zu Asano Nagasato ablegt. Die Japanerin zieht ab und der sitzt. Die Führung für die Gäste, weil Jessica Fischlock die Kugel noch abfälscht. Da wird der Mut der 26-Jährigen belohnt und die Turbinen nun mit dem psychologischen Vorteil kurz vor der Pause. Der April macht, was er will. Das gute Wetter ist schon vor den Spielerinnen in die Pause gegangen und so mussten die Zuschauer die letzten Minuten des ersten Durchgangs bei windigem Schmuddelwetter verfolgen. Bei strahlendem Sonnenschein ging es dann in die zweite Halbzeit. 56. Minute. Potsdam im Angriff. Doppelter Doppelpass zwischen Tabea Kemme und Pauline Marie Bremer. Bremer spitzelt die Kugel nach rechts und Genoveva Anonma kann völlig freistehend einschieben. Das 2:0 für die Gäste durch Anonma, die komplett blank nur noch den Fuß hinhalten muss. Nach knapp einer Stunde sahen die 1620 Zuschauer einen langen Ball in den Strafraum der Turbinen fliegen, der in die Mitte abgefälscht wird. Da stellt Celia Sasic gut ihren Körper rein und schießt aus der Drehung neben das Gehäuse der Schröder-Elf. Das hätte doch der Anschlusstreffer für die Frankfurterinnen sein müssen. 2 Minuten vor dem Ende kommt das Spielgerät nochmal zu Simone Laudea. Die Nationalspielerin hat Zeit und bringt die Kugel nach innen. Potsdam kann nicht klären und Veronika Veroboget-Guiadans stellt goldrichtig. Geht da noch was für die Mädels von Colin Bell? Es war nicht mehr viel Zeit, aber der Anschluss machte bei den heimischen Fans Hoffnung auf den Ausgleich. Aber dazu kam es nicht. Die Turbinen von Bernd Schröder gewannen ein packendes Pokal-Halbfinale in Frankfurt mit 2:1 und können sich somit weiterhin berechtigte Hoffnungen auf den Pokalsieg machen. Gegner im Endspiel am 1. Mai im Kölner Rhein-Energiestadion wird entweder der SC Freiburg oder der VfL Wolfsburg sein. Die Frankfurterinnen müssen derweil damit leben, dass sie ihre Chancen nicht genutzt haben, wie auch der Trainer zugibt.